Geliebtes Erdenkind, du kannst diese Aufgabe ganz einfach lösen, indem du vertraust. Indem du tust, was dein Herz dir sagt, was du spürst. Die Energien, die jetzt auf eurer Erde wirken, brechen die letzten Dämme der Zweifel und Ängste. Wenn du soweit bist, hast du jetzt die Möglichkeit, alles Alte von Bord zu werfen, was dich beschwert. Die Energien sind günstig, jetzt direkt anzufangen. Aber alles so, wie du es möchtest und verträgst. Wir würden dich nie zu etwas zwingen, was du nicht aushalten kannst oder glaubst auszuhalten. Du wirst geliebt, auch mit deinen komischen Fähigkeiten. Du spürst, dass du nicht alleine bist. Du spürst, dass es auch noch andere gibt. Du spürst aber auch, dass die andere Seite momentan noch eine größere Macht hat. Dass die Angst und die Zweifel noch groß auf dich wirken. Die Zeiten jetzt sind bahnbrechend, um deine Göttlichkeit zu erkennen, dass du zum großen Ganzen gehörst. Du hast schon angefangen, anders zu sein. Viele deiner früheren Bekannten und Freunde haben das schon längst gespürt und wundern sich über gar nicht mehr so viel. Sind sie ehrlich und ist die Liebe groß, bleiben sie dir erhalten. Ansonsten sind sie nur ein Hindernis für dich. Verbinde dich mit den anderen Gleichgesinnten. Stelle fest, dass du nicht allein bist. Tausche dich aus und erzähle von deinen Fähigkeiten. Teile dein Wissen und deine Erfahrung, egal welche Methode du ausübst. Oder egal, was du tust. Du bist nicht allein. Und du wirst geliebt. Wir sind die Einhörner der goldenen Horde. Und sind immer an deiner Seite, wenn du es wünschst. Wie auch die Engel oder die Krafttiere sind wir immer da, wenn du uns brauchst. Du brauchst uns nur zu bitten.